Donald Trump beginnt seinen Wahlkampfendspurt heute in North Carolina, einem der 7 noch umkämpften Bundesstaaten. Sein Ton gemäßigter als zuvor, doch seine Botschaft bleibt drastisch. Die Demokraten und Kamala Harris würden die USA zerstören. Seit 9 Jahren kämpfen wir gegen die finstersten und korruptesten Kräfte der Welt. Mit euren Stimmen bei dieser Wahl machen wir Ihnen ein für alle Mal klar, diese Nation gehört nicht Ihnen. Diese Nation gehört euch. Seit Wochen schürt Trump Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl. Behauptet, die Demokraten würden betrügen. Ein Großteil seiner Anhänger glaubt das. Auch deshalb ist die Anspannung im Land groß und die Sorge vor Gewalt. Um das Weiße Haus in Washington werden zusätzliche Zäune aufgebaut. Wahllokale bekommen Polizeischutz. Kamala Harris setzt im Endspurt ganz auf Pennsylvania, den wichtigsten der sogenannten Swing States. 4 Auftritte wird sie dort heute absolvieren. Am Wochenende war sie unter anderem in Michigan unterwegs. Ihre Botschaft? Trump wolle das Land spalten, sie wolle es einen. Ich glaube nicht, dass Leute, die mir widersprechen, meine Feinde sind. Im Gegenteil, bei mir werden sie mit am Tisch sitzen. Denn das ist, was starke Anführer tun. Mehr als 77 Millionen Menschen haben bereits vor dem eigentlichen Wahltag morgen ihre Stimme abgegeben. Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen scheint auf beiden Seiten zu mobilisieren.